Ja, und jetzt starten wir Fellner Live zunächst mit einer Live-Schaltung nach Niederösterreich. Dort ist Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Und Florian Klenk hat heute wieder mal für ordentlich Aufsehen erregt. Der neue Falter ist erschienen und der neue Falter druckt en Detail die Spesendarstellungen und die Buchhaltung der ÖVP. Willkommen, Florian Klenk. Wie kommt es zu diesem Falter-Cover? Naja, es hat einen Anonymus, eine Person, die wir nicht kennen, uns schon vor einigen Wochen sehr viele Daten zur Verfügung gestellt. Am Anfang waren es Spendenlisten, die die ÖVP als authentisch bestätigt hat. Dann waren es Buchhaltungsunterlagen und jetzt sind es eine Menge von Kontoauszügen und Kontoblättern, Überweisungsbelegen, die einen sehr exklusiven Blick in den Bauch der ÖVP gestatten. Eins vorweg, das meiste, was man da drin findet, ist unspektakulär, aber man findet doch zwei Besonderheiten. Das eine ist, man sieht, wie unglaublich verschuldet die Partei ist. Man sieht, wie sie sich finanziell im Griff der Länder und der Bünde befindet, die schon Jahre im Voraus die Mitgliedsbeiträge verpfändet haben. Und man sieht auf der anderen Seite, wie doch relativ viel Geld für Partys und Lifestyle drauf geht. Also wie man zum Sushi-Heurigen nach Nussdorf fährt und wie man Geld ausgibt für Berater. Es gibt den Chefberater von Sebastian Kurz. Wir haben seinen Dienstvertrag gefunden und die Überweisungsbelege. Der kriegt im Monat ein Honorar von 32.000 Euro, inklusive Mehrwertsteuer allerdings. Das wird ihm auch das ganze Jahr über ausbezahlt. Also durchaus ansehnliche Honorare für eine Partei, die Spenden sammelt und die, wie Sebastian Kurz oft sagt, auch von der Mindestrentnerin gerne mal einen Zehner entgegennimmt. Florian Klenk, jetzt haben wir zwei ja immer ein bisschen einen Streit darüber, ob man sowas veröffentlichen darf. Denn hier handelt es sich um gehackte E-Mails, also um E-Mails, die ein Anonymus, den ihr, glaube ich, nicht einmal kennt, illegal aus der ÖVP-Datenbank abgezogen hat und die ihr euch dann über ein anonymes Postfach zukommen hat lassen. Ihr kennt die Quelle nicht. Das kann ein russischer Geheimdienstler sein, das kann ein Krimineller sein, das kann irgendjemand sein, der ganz böse Absichten hat, der vielleicht die Daten auch verfälscht, wie die ÖVP sagt. Ist es nicht sehr riskant, sowas abzudrucken? Und sollte man das wirklich als Journalist tun? Also schon der selige Alfred Worm hat immer wieder erzählt, dass er Kuverts bekommen hat mit Akten und wahrscheinlich oft nicht gewusst hat, woher diese Akten kommen. Und auch damals hätten solche Akten manipuliert sein können. Selbstverständlich arbeiten alle Journalisten immer wieder mit Unterlagen von Personen, die die übelsten Absichten haben. Ja, das können gehörnte Ehepartner sein, Geheimdienste, was auch immer. Für uns die relevante Frage ist, ob die Dokumente echt sind und ob das, was in diesen Dokumenten drinnen steht, öffentlich relevant ist. Sind. Also wir würden keine Dokumente veröffentlichen, wo irgendwelche privaten Geschichten abgedruckt sind, weil wir nicht Bettdecken aufdecken, sondern wir wollen öffentliche Missstände zeigen oder in diesem Fall zeigen, wie eine Partei mit Steuergeld, und es gibt ja sehr viel Parteienförderung, umgeht. Was die Motive unserer Quelle sind, wissen wir nicht. Ich weiß auch nicht und kann es auch nicht hundertprozentig sagen, ob das Datenleck, von dem der Sebastian Kurz spricht, und die Daten, die wir kriegen, aus derselben Quelle sind. Ich vermute es, aber es könnte theoretisch sein, dass die Sachen, die wir kriegen, von einer anderen Quelle kommen. Auch das wäre theoretisch möglich. Für uns die wichtige Sache ist das echt? Wie haben wir das überprüft? Indem wir einerseits diese Daten einmal, man muss sich das vorstellen, das sind lauter Rechnungen oder Rechnungsblätter, Kontoauszüge, indem wir hergegangen sind und gesagt haben, okay, Herr Berater sowieso, Frau Beraterin sowieso, haben Sie diese Geldsumme tatsächlich bekommen? Und die Leute, die mit uns gesprochen haben, haben einmal diese Daten bestätigt. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt war, dass wir in öffentlichen Quellen geschaut haben, kann das sein, was da bezahlt wird? Also hat dieses Fest stattgefunden? War die Gruppe um Sebastian Kurz zu dem Zeitpunkt in dem Nobel-Lokal und hat dort um dieses Geld gebrast? Oder ist der Privatchat, mit dem Sebastian Kurz nach Rom geflogen ist, um 7.700 Euro? Er sagt immer, dass er nur Business-Klasse fliegt, gibt es dazu einen Medienbericht. Es gab tatsächlich einen Medienbericht dazu, dass er mal mit dem Privatjet gefahren ist. Und dann haben wir diese Dokumente, die Inhalte der Dokumente abgeschrieben und haben es dem Pressesprecher der ÖVP geschickt. Wir haben ihm genau gesagt, um welche Buchungsdaten es geht, an welchem Tag, mit welchem Kontoblatt, und haben ihn gebeten, Stellungnahme zu nehmen, ob diese uns vorliegenden Informationen, die wir schon einmal gecheckt haben, also wir haben einen Check und einen Recheck gemacht und jetzt machen wir einen Double-Check, ob das
das auch sozusagen die ÖVP so in den Büchern hat. Und auf diese Frage haben wir von der ÖVP keine Antwort bekommen, sondern nur generell den Hinweis, dass das manipulierte Daten sind oder sein könnten. Sebastian Kurz sagt ja nicht, dass die Daten gefälscht wurden, sondern er sagt nur, dass es möglich ist, dass die Daten gefälscht werden können. Wir haben bis jetzt noch kein einziges Dokument gesehen, das gefälscht war oder von dem die ÖVP gesagt hat, dass es gefälscht war. Wir haben einen kleinen Fehler gemacht, der darin bestand, dass wir eine Wahlkampfrechnung einer Werbefirma die Frage gestellt haben, ob die für die Nationalratswahl ist. Das haben wir öffentlich aufgeworfen, diese Frage. Die ÖVP hat jetzt gesagt, diese Rechnung ist für den EU-Wahlkampf gewesen und das haben wir auch diese Woche richtig gestellt. Ja. Florian Klenk, jetzt bist du ja ein Spitzenjournalist, vor dem alle, auch ich, eine relativ große Hochachtung haben. Trotzdem muss die Frage erlaubt sein, darf eine kritische Zeitung wie der Falter gemeinsame Sache mit Kriminellen machen, die widerrechtlich einen Mail-Account einer Partei hacken? Wir haben das ja in Amerika gehabt. Dort haben die Russen mit Hilfe von Trump oder ohne Hilfe von Trump den Mail-Account der Demokraten und der Hillary Clinton gehackt, der Skandal. Die Zeitungen haben das bewusst nicht publiziert, weil sie gesagt haben, wir wollen da nicht gemeinsame Sache machen. Dann hat es dasselbe in Frankreich gegeben. Da wurde ebenfalls von russischen Geheimdiensten der Mail-Account von Macron gehackt. Auch da haben die Zeitungen gesagt, publizieren wir nicht, weil wir nicht gemeinsame Sache mit Kriminellen machen wollen. Macht ihr euch nicht des Vorwurfs schuldig, dass ihr hier gemeinsame Sache mit einem Kriminellen macht, von dem ihr noch dazu nicht wisst, wer es ist? Gemeinsame Sache mit dem Kriminellen würden wir machen, wenn wir diese Kriminellen beauftragen würden oder wenn wir die Kriminellen anstacheln würden, das zu machen oder wenn wir gar selber hacken würden. Das darf die Presse nicht. Was die Presse aber darf, und deshalb gibt es auch das Redaktionsgeheimnis, ist Dokumente, die von öffentlichem Interesse sind und die richtig sind, publizieren. Auch die Zeitung Österreich, kann ich mich erinnern, hat vor 2 Jahren die Dokumente über Christian Kern, das waren auch interne Schriftstücke, die mutmaßlich eine Sekretärin mitgehen hat lassen. Das hätte sie auch nicht dürfen und weitergegeben hat, was sie nicht hätte dürfen. Selbstverständlich hat auch die Zeitung Österreich damals aus diesen Dokumenten zitiert. Es wird immer wieder aus Dokumenten zitiert, die wir eigentlich nicht haben sollen. Aber das ist das Privileg der Presse, dass wir, wenn es um Informationen geht, die von öffentlichem Interesse sind. Und ich meine, und jetzt kommen wir zur wichtigsten Frage in dem Ganzen, die Unterlagen, die wir haben, zeigen ja, dass Sebastian Kurz im Jahr 2017 die Überschreitung der Wahlkampfkostengrenze, also das Fairness-Abkommen, bewusst überschritten hat. Das können wir anhand dieser Buchhaltungsdaten belegen oder diesen Verdacht, diesen schweren Verdacht kann man begründen damit. Und das ist von öffentlichem Interesse. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir irgendwie die Unterhosen von irgendwelchen ÖVP-Angestellten in den Wind hängen oder dass wir irgendwelche Daten veröffentlichen, wo private Geschäfteln drinnen sind oder irgendwelche, ich weiß nicht, private Konversation, mit dem wir jemanden unter Druck setzen, sondern es geht einzig und allein um die Frage, hat sich Sebastian Kurz an die Wahlkampfkostengrenze gehalten? Wie steht die Partei, eine Regierungspartei, da? Wer hat finanziell das Sagen, nämlich interessanterweise immer noch die Länder, die Gelder sehr lange zurückhalten, wie man aus den Dokumenten sieht? Und dritte Frage, wofür gibt die Partei eigentlich das Geld aus? Also wird das Geld sparsam verwendet oder kann es sein, dass sich ein paar Jungs vielleicht auch eine geile Party machen oder dass man Geld ausgibt für Schickimicki-Kram, der eigentlich nicht dafür gedacht ist. Wo man sich denkt, die Herrschaften, die recht gut verdienen, können sich vielleicht eine Party, wenn es feiern gehen, selber zahlen. Und wenn ich dann noch am Schluss sehe, dass es Beraterhonorare gibt von 32.000 Euro im Monat, dann stellt sich schon die Frage, ob die ÖVP den Slogan Sparen im System sozusagen für ihre eigene Partei ernst nimmt. Weißt du also, um die Antwort wert? Florian, weißt du eigentlich, wer der Hacker ist? Hast du eine Vermutung, wer das sein kann? Ist es ein Geheimdienst? Ist es ein russischer Geheimdienst? Ist es ein Privatmann? Ist es jemand, ihr schreibt ja morgen im Falter relativ spannend, wie ihr in Kontakt mit dem gekommen seid, dann auch E-Mail-Kontakt mit ihm hattet. Kennst du den Mann oder ahnst du, wer er ist? Nein.
Nein, wir haben ein E-Mail bekommen. Ich war zu dem Zeitpunkt überhaupt auf Urlaub. Es ist ein E-Mail gegangen an die Redaktionsadresse des Falter, irgendwann Mitte August. Ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube 17. oder 14. August. Also interessanterweise vor dem Zeitpunkt, vor dem jetzt die ÖVP gesagt hat, dass der Hack begonnen hat. Ist auch interessant. Und in diesem E-Mail ist gestanden, dass diese Person Daten übermittelt, nämlich das waren ein paar Word-Dateien mit den Spenderlisten. Da war die Heidi Horten drauf. Das war die Geschichte mit Heidi Horten, dass Heidi Horten gestückelt mit, ich weiß nicht, 49.000 Euro monatlich insgesamt 1 Million gespendet hat. Und diese Dokumente haben wir der ÖVP vorgelegt. Auch der Standard hatte diese Dokumente bekommen. Und die ÖVP ist von sich aus hergegangen und hat diese Spenderliste veröffentlicht. Und damit war auch klar, dass diese Dokumente echt sind. Und somit wussten wir, dass dieser Anonymous offensichtlich Zugang hat zu Dokumenten aus dem Bauch der ÖVP. So, wir haben dann gesagt, oder Kollege Josef Redl, der diese Geschichte aufgedeckt hat, hat zurückgeschrieben und gesagt, wir würden gerne mit Ihnen irgendwie in Kontakt treten. Wir würden gerne wissen, was Ihre Motive sind. Wer sind Sie? Woher kommen Sie? Was machen Sie? Die Quelle hat nur gesagt, ich bin ein Bürger. Das kann natürlich eine komplette Lüge sein. Vielleicht ist er ein Geheimdienst, vielleicht ist er wirklich ein Bürger. Und ich habe Zugang zu Informationen. Er hat nicht gesagt, oder sie hat nicht gesagt, ich bin ein Hacker, sondern sie hat gesagt, ich habe Zugang zu Informationen. Und dann hat diese Person gesagt, ich war eigentlich auf der Suche nach Belegen dafür, dass die ÖVP in der Ibiza-Affäre tätig ist und habe dabei diese Unterlagen gefunden und ich stelle sie euch zur Verfügung, weil ihr im Falter seriös mit diesem Material umgeht und ihr könnt dieses Material durchschauen. Und wir haben gesagt, wir wollen an keinem Hack beteiligt sein, wir wollen keine strafbare Handlung geben. Wenn es Informationen gibt, die wir einsehen können, dann schauen wir uns die ein. Aber wir wollen mit strafbaren Handlungen nichts zu tun haben. Und das dürfen wir. Der Staat privilegiert uns sogar. Wir haben, und ich nehme an, eure Zeitung wird da genauso hartnäckig sein wie unsere, wir haben ein Redaktionsgeheimnis, ein sehr starkes. Wir dürfen vor Gericht vom Gesetz her über die Quellen schweigen. Wie der Beichtvater in der Kirche und wie der Arzt und der Rechtsanwalt, die müssen schweigen, wir dürfen schweigen und dürfen dazu nichts sagen. Und ich spreche da mit dem ehemaligen News-Herausgeber Kurt Kuch hat immer wieder auch Dokumente bekommen, auch von anonymen Quellen. Alfred Worm hat immer wieder Dokumente bekommen von anonymen Quellen, wo man nicht weiß, wer diese Person ist, wo man nicht weiß, welche Motive die Person hat, ob das ganz böse Motive sind oder hehre Motive. Darum geht es nur darum, ist die Information richtig und ist sie von öffentlichem Interesse. Und mehr zählt nicht. Zwei Schlussfragen noch, Florian Klenk, völlig richtig, der Vergleich mit Kuch und Worm, nur hat es damals noch keine Mails und keine Hacker gegeben. In dem Fall ist das ja kriminell, was hier gemacht wurde. Hier hat jemand kriminell einen Mail-Account gehackt. Bist du auch der Meinung, dass das so ist? Auch die Rechnungshof-Rohberichte, ja, das behauptet Sebastian Kurz und ich glaube ihm das, weil er ja Gutachten vorgelegt hat von Firmen, die gesagt haben, da ist jemand eingedrungen. Aber auch die Rechnungshof-Rohberichte, die der Alfred Worm in den 80er Jahren im Profil als Beilagen veröffentlicht hat, sind an ihn gegangen über einen kriminellen Akt, nämlich weil ein Beamter einen Amtsmissbrauch begangen hat oder einen Geheimnisverrat. Das ist Teil unseres Jobs und daher müssen wir lernen, alle miteinander als Journalisten lernen, mit solchen Dokumenten sorgfältig umzugehen. Wir haben immer wieder Dokumente, die das Privatleben von Personen betreffen, die Vorwürfe, schwerste Vorwürfe aus dem Privatleben gegen Personen betreffen, wo man im Vorfeld abklärt, ist das richtig, was da drin steht? Ist das falsch, was da drin steht? Und wenn es falsch ist, schreibt man es nicht. Und auch in diesen Datensätzen gibt es einige Details, ich sage das jetzt nicht, was das genau ist, die durchaus privat sind, die wir nicht veröffentlichen, weil wir verantwortungsvoll damit umgehen. Und ich glaube, wir haben so lange das Recht, ein Redaktionsgeheimnis zu haben, solange wir mit diesen Unterlagen sorgfältig umgehen, uns auch nicht instrumentalisieren lassen. Instrumentalisieren würde bedeuten, dass man diese Daten einfach eins zu eins ins Netz kübelt, dass man so wie bei WikiLeaks einfach sagt, totale Transparenz und alle dürfen sich durchwühlen. Das genau wollen wir eben nicht tun. Darum hat mich auch der Vorwurf aus eurer Zeitung, dass wir sozusagen Postwurfjournalismus betreiben, in meiner Ehre getroffen, weil wir genau das nicht wollen, weil wir eben nicht den Datenstick hernehmen und irgendwo ins Postkastel werfen, sondern uns das Zeug ganz genau anschauen. Und das haben wir jetzt wochenlang gemacht in einem 5- bis 6-köpfigen Team. Und das Produkt kann man jetzt nachlesen. Das ist jetzt sehr gut dargestellt von dir. Danke vielmals. Schlussfrage von mir. Es gibt eine Unterlassungsklage der ÖVP gegen den Falter, dass man das nicht mehr veröffentlichen darf. Frage. Werdet ihr trotzdem weiter
diese Enthüllungen bringen und weiter sozusagen diese Buchhaltungsergebnisse aus der ÖVP publizieren? Und was steht morgen im Falter drinnen? Also ich fange mit der ersten Frage an. Es gibt angeblich eine Unterlassungsklage, die heute um 14.30 Uhr eingebracht wurde. Wir haben die noch nicht. Die wird uns wahrscheinlich morgen vom Gericht zugestellt. Ich weiß nicht, was da drin steht. Dem Vernehmen nach wehrt sich die ÖVP gegen unsere Einschätzung, dass sie die Wahlkampfkostengrenze absichtlich überschritten haben. Also offensichtlich sagt die ÖVP, wir haben das unabsichtlich überschritten. Sie wehrt sich auch gegen manche Interpretationen von Rechnungen. Das habe ich vorhin schon versucht richtigzustellen. Aber der Grundvorwurf, den behalten wir aufrecht, nämlich dass die Wahlkampfkostengrenze überschritten wurde, dass man 13 Millionen ausgegeben hat statt 7 Millionen und dass das ein Bruch eines Fairnessabkommens ist und hier eine Partei offensichtlich durch einen sehr massiven Mitteleinsatz, durch eine Verschuldung der Partei und auch durch Spenden von Milliardären sich einen Vorteil verschafft hat, der ihr vom Gesetz so nicht zusteht. Das ist wichtig zu wissen. Was steht morgen in der Zeitung? Im Wesentlichen ein Blick in die Anatomie einer Regierungspartei. Man wird nachlesen können, woher die ÖVP ihr Geld bekommt. Man wird nachlesen können, wie sie schon vor Jahren immer wieder Bettelbriefe an die Landesfürsten geschrieben hat. Bröll etwa wird eindringlich gebeten, endlich die Millionen zu zahlen, die er noch schuldig ist. Also die Landesfürsten sind hier sozusagen wie Lehnsherren, die das Vermögen, das sie schulden, erst hergeben, wenn man sie bekniet. Man wird sehen, wie die Bünde, der Wirtschaftsbund, Kredite gibt und die Mitgliedsbeiträge veröffentlicht. Wir haben Briefe noch aus dem Jahr 2011, also weit vor kurz, wo der Seniorenbund angeschnauert wird, wo man sagt, jeder Pensionist soll einen Euro spenden für die Partei, damit die Partei saniert wird. Und dann wird man halt lesen, wie jetzt die neue Führung um kurz das Geld ausgibt, wie sie es investiert in Kampagnen, in Social Media, sehr viel Werbung in Facebook, in eine Inszenierung des Kanzlers, wie auch, ich will das jetzt nicht zu sehr hochjessen, aber wie auch Make-up und der Friseur von der Partei bezahlt wird von Sebastian Kurz, wie Partys bezahlt werden und vor allem wie die Berater bezahlt werden, die sehr Vertraute sind von Sebastian Kurz und immerhin eine Gage von 32.000 Euro im Monat kriegt. Das hätten wir wahrscheinlich manche auch ganz gern. Und ich finde wichtig, dass das die Spender der ÖVP wissen. Ich finde wichtig, dass die Öffentlichkeit das weiß, dass man einfach sieht, wie diese Partei intern aufgestellt ist. Gut, danke Florian Klenk für die Live-Schaltung. Eine Entschuldigung gleich an alle Zuseher, dass das Bild von dieser Live-Schaltung nicht wirklich perfekt war. Wir haben es wirklich live in diese Sendung hereingespielt über das große Studio, weil Florian Klenk derzeit nicht in Wien ist. War, glaube ich, trotzdem spannend, ihn und seine Sicht der Dinge zu hören. Und jetzt ist es höchste Zeit, denjenigen zu hören, um den es geht, nämlich den Ex-Bundeskanzler und ÖVP-Parteichef Sebastian Kurz. Kurze Werbepause und dann kommt Sebastian Kurz diesmal im anderen Studio live zu Wort im Gespräch und im Bürgerforum mit Niki Fellner und Sabrina Blagojevic. Wir sind gleich mit Sebastian Kurz wieder da.